Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu MEF Kompakt. Sonderausstellung Zivilcourage im Bergmagazin in Marienberg. Vom 3. Oktober bis zum 23. November zeigt das Museum Sächsisch-Böhmisches Erzgebirge eine Sonderausstellung anlässlich des 20. Jahrestages der Friedlichen Revolution im Jahr 1989. Zu sehen sind 20 Schautafeln, die Bürgermut und Widerstand der damaligen Zeit dokumentieren. Bereichert wird die Ausstellung insbesondere durch Materialien, die aus Marienberg und Umgebung stammen. Neuaufteilung der Schulbezirke in Marienberg. Die Kinder aus dem Stadtteil Dörfel in Marienberg werden in Zukunft ihre Schulranzen in die Grundschule Heinrich von Trebra tragen müssen, statt wie bisher in die Herzog-Heinrich-Grundschule. Der etwas längere Schulweg rührt daher, dass im Rahmen einer Umstrukturierung die Standortsicherheit von Marienbergs Grundschulen gewährleistet werden soll. Sachsen bekam im September mehr für ihr Geld. Laut Statistischem Landesamt war im Monat September 2009 ein Rückgang der Verbraucherpreise um 0,3% zu verzeichnen. Sowohl die Personenbeförderung im Luftverkehr als auch die Fahrt mit dem eigenen Auto belastete die Geldbörse weniger. Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte gingen ebenfalls günstiger über den Ladentisch. Gewinnerin des Gutscheins für das Restaurant Sixties ist Maxi Mehner. Sie überzeugte uns mit einem Erzgebirgsgeheimtipp, der uns nach Pobershau führt. Mitten im Naturschutzgebiet Schwarzwassertal versteckt sich im hinteren Grund in Pobershau das Feriendorf Schwarzwassertal. Ruhe und Erholung, die idyllische erzgebirgische Landschaft sowie kulturelle Angebote werden Ihnen hier auf ganz besondere Weise zuteil. Tun Sie sich und Ihren Lieben etwas Gutes! Das Ehepaar Arnold bietet neben gemütlichen Unterkünften und gesunder Verpflegung ein abwechslungsreiches Angebot für Körper und Seele. Eine Besonderheit in der kalten Jahreszeit ist der traditionelle Hutzennachmittag, ein Nachmittag, wie ihn einst die Bergmänner und ihre Familien zusammen verbrachten. Die Teilnehmer sitzen in einer gemütlichen Runde beisammen und bei fröhlichen Liedern, alten Geschichten und dem traditionellen Hutzenessen vergeht die Zeit wie im Flug. Schauen Sie nach einer individuellen Terminabsprache doch mal im Feriendorf Schwarzwassertal vorbei. Willkommen sind auch größere Gruppen ab 8 Personen. Die Familie Arnold freut sich auf Sie. Wer jetzt neugierig geworden ist und unbedingt bei einem Hutzennachmittag mit dabei sein möchte, schickt seinen persönlichen Erzgebirgsgeheimtipp per Mail oder Telefon an uns. Vom 9. bis 11. Oktober 2009 erwarten Sie folgende Veranstaltungen im Erzgebirge. Politisches Kabarett im Kultur- und Freizeitzentrum in Marienberg. Am Samstag um 20 Uhr beginnt Gisela Oechelhäusers Programm Freie Radikale, wie wir leben, wobei sie Merkel und Co. mit Witz auf die Schippe nimmt und über aktuelle politische und soziale Probleme diskutiert. Die Stadt Olbernhau bietet Ihnen am nächsten Wochenende gleich mehrere Angebote zur Freizeitgestaltung. Beim 4. und letzten Museumsabend am Freitag um 19.30 Uhr im Museum Olbernhau wird Horst Klim auf 300 Jahre Feuerlöschwesen in Olbernhau zurückblicken. Ebenfalls am Freitag beginnt die dritte Wanderwoche in diesem Jahr. Innerhalb einer Woche führen Sie Tagestouren durch das mittlere Erzgebirge rund um Olbernhau. Bei Interesse schauen Sie doch einfach nach unter www.olbernhau.de. Am Sonntag um 17 Uhr veranstaltet die Erzgebirgische Philharmonie Aue im Konzert- und Ballhaus Tivoli ihr Herbstkonzert. Gespielt werden Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Ludwig van Beethoven. Feuerwehr erleben. Sie wollten schon immer mal wissen, wie ein Feuerwehrauto von innen aussieht? Dann ist der Tag der offenen Tür, der Freiwilligen Feuerwehr Ansprung, am nächsten Samstag genau das Richtige für Sie. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Gerätehaus in Ansprung und bietet ein buntes Programm für Jung und Alt. Zum Wochenendausklang findet am Sonntag in Zöblitz das Kirchweihfest statt und Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Tja, das waren unsere Veranstaltungstipps für diese Woche und wir wünschen Ihnen für alles, was Sie sich vornehmen, viel Spaß! Der Tag der Deutschen Einheit wird regnerisch und kühl bei maximal 11 Grad. Der Sonntag
bringt keine Wetterverbesserung, die Sonne lässt sich gar nicht blicken. Die neue Woche beginnt anfangs noch wolkenverhangen, später zeigt sich öfter die Sonne bei Temperaturen von 6 bis 11 Grad. Auch der Dienstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken, wobei die Temperaturen nicht weiter steigen. Der Mittwoch gestaltet sich wieder regnerischer, dafür klettert die Maximaltemperatur auf 17 Grad. Donnerstag und Freitag scheint uns noch einmal die Sonne auf die Nase, allerdings wird es ab und zu leichte Schauer geben. Die Temperaturen sinken wieder auf 14 bzw. 11 Grad. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche bei MEF Kompakt.